Das bin ich, Florian. Aber gleich bin ich Fuchs. So nennt man in einer Studentenverbindung die Neuen. Sieht gut aus, alles gut? Ja? Klar. Okay. 2 Jahre hat es gedauert, bis wir eine Verbindung gefunden haben, die uns in ihr Innerstes lassen wollte. Und jetzt bin ich hier, beim Chor Lusatia Leipzig. 7 Tage lang. Florian Müller, du hast den Wunsch geäußert, bei unserer lieben Lusatia aktiv zu werden. Ist das der Fall? Das ist richtig. Steht der Wunsch noch aufrecht? Der besteht noch, ja. Dann heiße ich dich hiermit sehr herzlich im Chor Lusatia willkommen. Vielen Dank. So ein Ritual wirkt. Ich bin tatsächlich ein bisschen eingeschüchtert. Kommt ja auch sonst eher selten vor, dass man von 20-Jährigen so begrüßt wird. Setz dich hier mal auf. So. Und herzlich willkommen. Wir singen die Farbenstrophe. Mütze ab. Soll ich in der Mitte stehen? Mütze ab. Ist das Mütze ab? Ja, das ist in Ordnung. Okay. Lusatia, dir gehöre ich, dir bleibe ich bis zum Tod. Auf deine Farben schwöre ich, die Farben blau, gold, rot. Als ich selbst noch zur Uni ging, war mir das ganze Verbindungswesen suspekt. Ich hatte jede Menge Vorurteile im Kopf, obwohl ich mich nie mit irgendeinem von diesen Jungs unterhalten hatte. Soll sich nun ändern. Ihr Herz und auch ihr Eisen stets brav geschlagen hat. Herzlich willkommen. In der Villa der Studentenverbindung gelten feste Regeln und Hierarchien. Als erstes muss man seinen Vornamen abgeben. Ab jetzt heiße ich nur noch Fuchs Müller und muss wie alle anderen hier ein Band tragen. Ja, so sieht's aus. Blau ist immer oben. Mit Blau meint ihr? Das Blau. Okay. Genau, dieses. Biskop, der mit dem roten Pulli, führt die Verbindung. Der andere, Marchert, ist für uns Füchse zuständig. Im Haus kein Hemd ohne Kragen, Kleiderordnung. Kann immer auch mal passieren, also gerade hier, dass halt irgendwer kommt, spontan, ja. Und dann kannst du ja nicht in Jogginghose die Tür aufmachen. Wie sieht denn das aus? Also du bist ja hier immer in einer Repräsentantenrolle. Das ist ja das, was wir uns immer klar machen. Im Endeffekt können wir uns das eben auch nicht leisten, tagtäglich irgendwie, ja, weiß ich nicht, rumzulungern oder sonst was. Ich kann es mir und möchte es mir nicht leisten, irgendwas zu verpennen. Ich habe im ersten Semester bin ich durch die Mathe-Klausur durchgefallen, die ich jetzt im dritten Semester erfolgreich bestanden habe. Aber das ist dann so eine Erfahrung, wo du denkst, hey, schon wieder was versemmelt, geht nicht, häng dich mal rein. Und das bedingt dann irgendwie auch die Motivation und den Ehrgeiz, der dahinter steckt. Das ist hier ganz gut, weil man hier schwierig dahin verfallen kann, irgendwie ja, gar nichts zu machen oder irgendwie sich auf die Faulhaut zu legen. Weil es immer Leute gibt, die ja, da auf einen achten, sage ich mal, oder irgendwie doch mal ja, nicht den Arschtritt geben, aber die nötige Motivation auf jeden Fall geben. Was ist denn so das, was ihr an Vorurteilen am meisten zu hören kriegt? Für den Otto Normalbürger ist ja jeder Student, der ein Band um die Brust hat, gleich ja, Verbindungsstudent, was ja auch richtig ist als Oberbegriff. Aber es wird halt nicht differenziert, ob es jetzt ein Chorstudent ist, ob es ein Landsmannschafter, Burschenschafter, Sängerschafter, Turnerschafter, was auch immer ist. Das weiß ja die breite Masse gar nicht. Und dann wird halt schnell die Keule geschwungen, alle gleich und alle schlecht und ich finde das blöd, was du machst. Und dann fängst du an, irgendwie zu erklären, wird dir gleich ins Wort gefallen, ich will es gar nicht wissen. Und dann hast du auch schon keine Lust mehr. So, das ist unser Brautschrank. Also, okay. Das sind unsere Glocken. Als Chorstudent muss ich hier fechten. 5-mal die Woche Training. Pauken heißt das. Mehrere Fechtkämpfe, die sogenannten Mensuren, muss man überstehen, wenn man bei Chor Lusatia dabei bleiben will. Gut, Schläger sagt ihr dazu, ne? Ja, das sag ich gleich, ja. So. Okay. Ist das jetzt so einigermaßen gut oder mache ich noch zu sehr aus? Du bist noch zu sehr. Lass den Arm hier oben. Okay. Jetzt versuch runterzukommen. Ja, das ist verdammt schwierig. Ja.
Und, ja, siehst du? Dafür wurde mein Handgelenk nicht gemacht. Okay. Doch, doch. Das sind tatsächlich Muskelgruppen, die ich noch nie benutzt habe vorher. Außer beim Gardinenaufhängen. Die Hiebe zielen auf den Kopf. Bei der scharfen Mensur schützt den nur eine Brille. Oft eine sehr blutige Veranstaltung. Warum riskiert man sein Gesicht? Weshalb bringen die Verbindungsstudenten sich künstlich in so eine Extremsituation? Sind die Jungs nicht zu alt für Mutproben? Hat das was mit Männlichkeit zu tun? Was wollen die hier spüren, was sie da draußen nicht bekommen? Es gibt viele Arten von Studentenverbindungen. Auch rechte Burschenschaften, bei denen Mitglieder Arianachweise liefern sollen. Aber eben auch unpolitische Chors wie das hier. Also wenn jemand auf euch zukommt und sagt, ihr seid doch die rechten Typen. Alles klar, genau. Weitergehen. Genau. Aber habt ihr denn mal so überlegt, wenn solche Schlagzeilen kommen, wie Burschenschaft fordert Raria-Nachweis und sowas, dem entschlossen entgegenzutreten? Nein. Also dass ihr ein Statement macht und sagt, wir sprechen uns gegen so etwas aus, weil für uns ist Toleranz das Wichtigste. Bringt nichts. Also habt ihr da nicht mal drüber nachgedacht? Warum sollen wir uns als kleinste Einheit darüber irgendwie den Kopf zerbrechen, wenn es dafür extra Abteilungen des Dachverbandes gibt? Ist natürlich schon passiert. Und eigentlich auch in jeder medienwirksamen Erscheinung, in der irgendein Kursstudent auftritt, wird das auch immer noch wieder betont. Es kommt so wenig an. Ja, weil immer nur die schwarzen Schafe in die Presse kommen. Mit tollen Nachrichten verdienst du doch kein Geld. Wenn jemand bei euch einzieht und jetzt hier mit rechten Parolen irgendwie kommen würde, sofort. Ja. Alles, was extremistisch ist, raus. Silenzio! Hiermit eröffne ich die Kneipe anlässlich der Admission unseres neuen Chorbruders Müller und trinke mit allen Anwesenden auf einen fröhlichen Verlauf. Prost! Manche Vorurteile stimmen. Es gibt nur Männer als Mitglieder. Es wird viel getrunken und geredet. Und gesungen. Sie könnt uns nicht begreifen, denen wie ein Burschenband, als ein immer grüner Reifen um die junge Brust sich wand. Wenn wir unsere Waffen schmieden und es schwingt sie jedermann, also lasst uns doch zufrieden, denn das geht euch gar nichts an. Also redet nicht von Dingen, die ihr einfach nicht versteht. Ein wunderschönes Lied ist verklungen. Prost allen fröhlichen Sängern! Prost! Verbundenheit, Gemeinschaft, Freundschaft, darum geht's hier. Was braucht eine Gemeinschaft, dass sie sich so nennen darf? Hier lautet die Antwort, sie braucht Rituale. Klingt einfach. Nach dem Tag an der Uni geht das Lernen beim Chor Lusatia weiter. Für uns Füchse steht neben den Paukstunden auch einmal die Woche die Fuchsenstunde an. Vorbereitung auf eine mehrstündige Prüfung zum Ende der Fuchsenzeit. Also du musst wissen, das ist ja Heraldik, nennt sich Wappenkunde. Und so ein Wappen hat man ja üblicherweise als Schild vor sich getragen. Also hier ist ein Schildwappen mit vier Feldern und einem Herzschild. Das ist das in der Mitte. Okay, setz dich. Genau, und ich würde jetzt einfach mal, du bist doch Wappen soweit frisch, oder? Du kannst doch das Wappen mal klären, was auf Wappen gewendet ist. Und dein Band vielleicht mal richten. Das ist der Löwe mit dem, mit der doppelten Zarge, genau. Zarge, ja. Also dieser Löwe mit der doppelten Zarge, das ist dieser zweischneidige Schwanz, steht für Kraft, Macht, Potenz, also es ist einfach sozusagen im Wappen aufgenommen, um Stärke zu symbolisieren. Und in diesen Schlägern, also in diesen kreuzigen Schlägern, steht in den römischen Ziffern unser Stiftungsdatum, der 7.9.1807. Und darüber haben wir diese fünf Buchstaben, VFIFI. Das ist eine Abkürzung. Was mache ich hier eigentlich? Das letzte Mal, dass ich mich für Wappen interessiert habe, war, als ich in der 4. Klasse mein Panini-Bundesliga-Heftchen vollkriegen wollte. Brüder im engen Kreis zusammenleben.
da gehört Routine dazu, deswegen mache ich das auch jede Fuchsenstunde mit euch. Ihr müsst einfach wissen, Kreiszugehörigkeit, die Farben müsst ihr dann auch irgendwann auch wirklich aus dem FF können. Ja? Wenn man davor steht, ist es einfach, aber ihr müsst vor mir sitzen, ohne diese Wand zu haben und mir sagen, wer da hängt, was die sind und was die für Farben haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Danach haben wir Thuringia Jena. Genau. Und? Fuchsenfarben? Das war... Da muss ich passen. Kümmel? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Schwarz-Rot? Schwarz-Rot? Nee, ja. Ich denke Rot-Weiß. Also das ist erstens kein Rot, sondern Karmesinrot ist genannt. Karmesinrot, ja. Und die Farben sind Karmesinrot, Weiß, Karmesinrot. Jungs, ey, also wirklich, ich kann euch das jede Woche hier sagen, ja, mich hier hinstellen, mit euch die Wappen durchrattern. Mhm. Ja. Und dann könnt ihr das abnicken und sagen, ja, habe ich begriffen. Aber ihr müsst es auch mal selbst Routine reinbringen. Und wenn nicht, fragt ihr mal hier einen Dreifarbigen, der hier ist, und sagt so, ja, kannst du mir bitte noch mal die Wappen sagen? Der wird nicht sagen, nee. Ja. Aber ein bisschen Eigeninitiative muss schon da sein. Also gerade die Freundschaftsverhältnisse. Das ist wichtig. Ne? Ihr wollt irgendwann auch das Band tragen, also... Ja. Spätestens zur Fuchsenprüfung sitzt. Hoffentlich, ja. Also bemüht euch. Es sollte auch schon vorher irgendwann sitzen. Wieder den Anzug an. Jede Woche gibt es ein festliches Dinner. Damen sind erwünscht und werden eingeladen. Bei Colusatia legt man großen Wert auf gesellschaftliche Anlässe und entsprechendes Benehmen. Etikette ist alles. Man übt auch Konversation und Komplimente. Gut, siehst du aus. Grüß dich. Alles gut? Ja, mit dir. Haben alle? Ja, dann freut es mich, euch alle hier begrüßen zu dürfen. Hanna, schön, dass du auch mal wieder da bist. Sehr schön siehst du heute Abend aus. Und ja, dann auf einen netten Abend, auf ein tolles Essen. Wohl sein. Die Kleiderordnung hat Biskop festgelegt. Heute mal leger. Jeans sind erlaubt. Selbstverständlich zu Jackett und Krawatte. Wenn die Oberen etwas wünschen, müssen wir Füchse springen. Ja, dann nochmal herzlich willkommen. Der erste Gang. Körner, der erste Gang. Herzlich March hat ausgedacht. Wir haben vor uns einen Cocktail aus Guacamole und Shrimps mit einem Stück Brot, was ihr natürlich herzhaft damit beschmieren oder auch genießen könnt. Ich freue mich auf den ersten Gang. Vielen Dank, Marchal, an dieser Stelle und einen guten Appetit. Eigentlich schön, so ein gemeinsamer Abend. Aber die selbst auferlegten Regeln lassen nur wenig Lockerheit aufkommen. Schmeckt sehr lecker, Marchal. Sehr gut. Aber bevor du dich setzt, könntest du mir noch ein Bier holen, bitte? Sehr gerne. Ein alkoholfreies. Ich trinke auch raus und gebe mir mein Glas mit. Heute musst du mal was machen. Heute nicht nur Gast. Aber das ist so, dass die Füchse bedienen. Ja, ja. Also die sollen es ja lernen. Wir müssen es alle mal lernen, wie man aufdeckt, wie man abdeckt. Okay. Und hinten im Platz. Wenn Leute bei euch rausgehen und sagen, es ist nichts für mich, woran scheitert das meistens? Das ist eine gute Frage. Ich habe einen Kommilitonen, der ist mit mir aktiv geworden hier, wurde mit mir Fuchs, mit uns zusammen, also mit Marcha, Radai und mir. Und der wollte einfach nicht so viel Zeit investieren, der wollte lieber irgendwie so ein lockereres Leben führen, der wollte sich nicht zu solchen Anlässen beispielsweise mal jetzt hier bei 25 Grad ein Jackett anziehen, weil er gemeint hat, das wäre ihm zu warm und was auch immer. Und er wollte es halt nicht, deshalb. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass uns jemand verlässt, weil wir irgendwie zu streng wären oder warum auch immer. Ich meine, wir alle haben Kinderstube genossen, aber ich glaube, dass jeder hier für sich immer noch eine Kleinigkeit mitnehmen kann. Darüber sind wir auch dankbar. Und insofern ist das, glaube ich, in gutem Maße. Auf die Mensur! Fertig! Los! Und wieder pauken. Bei einer normalen Partie werden pro Gang 6 Hiebe geschlagen. Daraufhin gibt's immer eine kurze Unterbrechung bis zum nächsten Gang. 30 Mal das Ganze. Auf die Mensur!
Da kommst du auch in den Wechsel. Nicht nachjustieren. Mhm. Wenn du, wenn's heißt Aufdimension, dann bleibst du auch gerade stehen, nicht irgendwie nochmal nachjustieren. Konzentrieren, dann krieg ich das in deinen Kopf rein. Am Ende geht es nicht ums Gewinnen oder Verlieren, es geht ums Durchhalten und dabei möglichst nicht getroffen zu werden. Darum nicht zurückzuweichen, sich keine Blöße zu geben. Eine Schule fürs Leben. Aber was ist eigentlich aus der Klügere gibt nach geworden? Ja, mal kühlen kurz. Ich muss sagen, dass ich die allererste Mensur, die Nacht davor, nicht gut schlafen könnte, weil ich überhaupt nicht wusste, was mich erwartet. Ja, also ich habe noch keine scharfe Mensur vorher gesehen, ja, und ich habe nur vorher noch am die Klinge gesehen, die Rasiermesser scharf war, und dachte ich mir so, na gut, also ich habe so eine in der Hand, mein Gott, und der andere aber auch. Also, und da habe ich mir dann die ganze Zeit drüber den Gedanken gemacht, was kann mir passieren? Im Endeffekt ist uns beiden nichts passiert. Und man darf nicht in so eine Angstspirale reinkommen und sich einreden, oh Gott, was kann passieren, wenn man so weit ist, dann kann man nicht mehr schlafen vorher. Was, inwieweit hilft die Gruppe da? Die Gruppe ist jeden Abend vor der Mensur, wir fallen meistens gemeinsam auf diese Bestimmtage, wo dann mehrere Leute fechten. Diese nennen sich dann Paukanten. Und angenommen, wir haben dann 3, 4 Paukanten, die sind zum Beispiel an dem Abend, wie soll ich das sagen, ja, die Könige, also die werden betreut, die werden beruhigt, die dürfen machen, was sie wollen sozusagen, und die anderen stehen hinter einem und die beruhigen einen, und wenn man irgendwie Sorgen hat, Ängste hat, dann nehmen die, und das zieht sich dann auch über den ganzen Bestimmtag durch. Freundschaften beweisen sich in Extremsituationen, in Lebenskrisen, aber auch in gemeinsamen Glücksmomenten. Hier schafft man sich solche Situationen künstlich, die Mensur. Die Gleichung scheint einfach. Extremsituation plus Gemeinschaft gleich Freundschaft. Ist es wirklich so simpel? Einmal die Woche gibt's hier den Lausitzer Abend. Junge Verbindungsstudenten und alte Herren des Chor Lusatia kommen zusammen. Eckbert Weiß ist Ehrenmitglied, 83 Jahre alt. Jurist, wie so viele hier. Hier sind... Da bin ich, also wie gesagt, als 20-Jähriger, junger Fuchs. Wir alten Herren achten natürlich darauf, deswegen bin ich ja auch hier, dass also auch das Studium klappt bei den Jungs. Ne? Okay, da also seid ihr dann schon hinterher? Es sind immer am Semesterbeginn und auch am Semesterende kommen ein paar alte Herren, die sich genau erkundigen, was soll in diesem Semester studienmäßig betrieben werden, okay, oder was habt ihr dann in diesem Semester geleistet. Wir können natürlich hin und wieder Tipps geben, da müssen wir danach lesen, und da ist das, steht das und das und so weiter. Also da können wir schon ein bisschen behilflich sein. Das ist ja heute in vielen Fachrichtungen so, dass man ein Praktikum leisten wird. Das war in dem Maße bei uns eigentlich noch nicht. Das ist aber heute wichtig. Und da ist es natürlich gut, wenn alte Herren, die ja in unterschiedlichen Berufen sind, wenn die also solche Praktikumplätze vermitteln. Das läuft eigentlich ganz gut. Man hilft sich. Es werden Bünde fürs Leben geschlossen. Männerbünde. Ihr habt doch da abgesprochen, um mich hier zu testen. Ich glaube, ich spreche hier für alle, wenn ich sage, dass man sich eher einem Chorbruder anvertraut, auch komplett die Hosen runterlässt, als seiner Familie, weil man sich davor vielleicht noch schämt. Hier ist dieser Umgang so vertraut und so ehrlich, dass es klappt. Und du fällst nicht. Du hast ein Netz. Du hast Leute, die dir helfen. Wir haben uns zusammengefunden, sind hier eingezogen, kannten uns eben gar nicht. Ja? Wir waren vollkommen unterschiedliche Charaktere aus den unterschiedlichsten Bereichen, hätten wahrscheinlich im normalen Leben nie zueinander gefunden sein. Ich habe ihn gehasst die erste Woche. Ja, ja, ja. Ja, auf Gegenseitigkeit. Ja, da hat man die Schwierigkeit, mit dem passt es doch nicht, ja. Aber man rauft sich zusammen und merkt so, doch, wir stehen für eine Sache hier zusammen ein. Und mittlerweile leiten wir einen Chor eben, ja, mit allen Aufgaben und Pflichten. Und wir, denke ich, wir leiten das gut. Und das ist irgendwie das, was einen bestärkt, sag ich mal, auch jedem Menschen, egal ob man ihn im ersten Moment nicht mag, eine Chance zu geben und eben eine Möglichkeit zu geben, zusammenzuarbeiten. Und das sind, glaube ich, Dinge, die hier geschult werden. So eine Villa am Fluss hat schon Vorteile. Und was glaubst du, wie hat dich Lusatia verändert? Ja, man steht schon anders da. Man weiß, wie sowas abläuft, wie man mit Menschen umgeht, wie man eine Gruppe vielleicht anführt oder in eine Gruppe sich eingliedert, damit man im Team funktioniert. Ansonsten hat mich das auch sehr, ja, was
die Freundschaften angeht, im Chor bereichert. Was macht eine gute Freundschaft für dich aus? Ist einfach jemanden erstens so zu nehmen, wie er halt ist. Also nicht versuchen, da groß sich einzumischen und sagen, ja, hör mal zu, du kennst aber so. Und wobei man ja sagen muss, also es, korrigiert wird man ja schon, ne? Also was jetzt... Darauf hingewiesen. Kleinen, genau, genau. Mhm, das stimmt schon, man wird schon darauf hingewiesen. Aber du wirst auf keinen Fall jetzt durch einen Fleischwolf gedreht und aus dir kommt was komplett anderes raus. Was ich aber auffällig bei euch finde, ist schon, es scheint so eine Art Dresscode zu geben. Also ich finde, ihr kleidet euch alle relativ ähnlich. Das kann sein, ja. Das fällt uns jetzt weniger auf. Ja, es ist schon so. Es gibt so bestimmte Marken, die man trägt. Es gibt einfach so einen bestimmten Style. Klar. Du meinst jetzt Bootschuhe, ein Hemd oder vielleicht ein Ralle-Polo, das gehört halt dazu, ja? Nein, aber das kommt von alleine. Wir hatten auch schon Zimmerbewerber da, die gesagt haben, sag mal, ihr lauft doch alle gleich rum, ne? Ja. Ich so, Quatsch, wieso? Der hat doch blaue Timbys, der hat braune Timbys, ne? Der hat doch ein rotes Hemd, ich habe ein weißes Hemd, ne? Ja, aber so ist das wirklich, ja. Man erkennt uns schon. Möglichkeiten sehen, Kontakte und Tradition pflegen. Deshalb besucht das Chor regelmäßig Unternehmen. Heute sind wir in einer Klavierfabrik. In einer Studentenverbindung investiert man seine Zeit in die Zukunft, weniger ins Jetzt. Hier verschwendet keiner seine Jugend. Schade eigentlich. Auch dieser Haken hier unten hängt. Fortissimo, pianissimo bis zum kräftigen Fortissimo, überhaupt abbilden zu können. Es bleibt natürlich wenig Freiraum hier daneben, andere Sachen zu machen. Klar, ja? Wieso wenig Freiraum? Naja, ich meine, der Tag ist schon mal recht strukturiert. Ne? Ihr kommt nach Hause und... Ja, Moment, aber dazu muss ich sagen, dass ich einen strukturierten Tagesablauf sehr gut finde. Mhm. Und das sehe ich auch nicht als Zwang oder als Einschränkung an, sondern einfach als Anker. Also ich war schon immer, wie soll ich das sagen, unkontrollierter. Und, ja, kannst du erklären, wie unkontrollierter? Ja, so nicht der typische Zappel-Philipp, das wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber immer am Plappern gewesen, immer hier und da. Und mittlerweile, denke ich, wurde dieses vorschnelle, voreilige ein bisschen davon gehalten oder gestärkt von so einem gewissen Habitus oder von einfach so einer gewissen Haltung, die man hier schon vermittelt bekommt. Und hattest du da schon immer, das setzt ja so eine Selbstregulation voraus, so ein Bedürfnis? Klar, man muss dazu sagen, dass ich die Schulzeit immer nie so richtig ernst genommen habe. Also ich bin halt in den Unterricht gegangen, habe mir das halt angehört, mal oder mal auch nicht. Habe wie gesagt, mündlich habe ich mich viel engagiert, stand dann auf einem guten Einserschnitt, habe dann aber diese Prüfung nicht mehr so ernst genommen und bin dann am Ende bei 2 rausgegangen. Und trotzdem dachte ich mir dann so, ja mein Gott, also du hättest mit deinem Potenzial, mit deinen Möglichkeiten auch Medizin oder sonst was studieren können, aber du bist einfach stinkend faul. Und deswegen habe ich mich auch irgendwie nach so einem gewissen Kick doch schon gesehnt. Und ich glaube, der gibt mir das hier. Also es fängt schon einfach an mit dem Fechten. Also ich dachte einfach, irgendwie brauche ich irgendwas, was so auch mich irgendwie mal an eine Grenze bringt. Und das tut es hier ganz gut. Mhm. Die Glocke, die Hand, befindet sich hoch über dem linken Auge. Die Vorderschneide, der Parierbügel, zeigen direkt nach oben. Die Klingenspitze eher nach vorn.
Oberarm ran ans rechte Ohr, nicht hinter den Kopf, den Oberarm. Nicht der Kopf zum Arm, sondern der Arm an den Kopf. Und Fuchs, hier Arm hoch. Ne. Bleibt der Arm da drüben? Ja, 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 ja. Sagen Sie mal, haben Sie schon wieder alles vergessen? Wir wollen schon mal weiter. Immer diese Anfänger. Eine Studentenverbindung ist wie ein Korsett. Es gibt dir Halt, aber es zwängt dich auch ein. Ich finde dich relativ selbstbeherrscht. Du trinkst keinen Alkohol, du rauchst nicht. Das sind ja auch so Punkte, die sowas ausmachen. Ja. Wie wichtig ist dir Selbstkontrolle? Ganz wichtig. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand seine Kontrolle verliert oder die Kontrolle über sich verliert. Das finde ich ziemlich peinlich und demzufolge ist mir das aber sehr wichtig. Aber warum ist das so schlimm? Also gehört das nicht auch dazu, dass man manchmal Kontrolle verliert oder Kontrolle abgibt? Nö. Für mich persönlich ist das ein Zeichen von Schwäche, wenn ich die Kontrolle über mein Handeln verliere. Oh shit. Herzlich willkommen zum Knotentanzkurs. Ich freue mich, dass ihr alle hier erschienen seid, so zahlreich. Im Prinzip geht es darum, ja, wie der Name schon sagt, seine Partnerin zu verknoten. Mein letzter Tag. Tanzkurs. Dafür braucht das Chor natürlich auch wieder Frauen. Tage war ich in einer Studentenverbindung. An vieles, was mir am Anfang fremd vorkam, habe ich mich gewöhnt. Das Band um die Brust, die Anrede mit Nachnamen, das tägliche Fechten. Ich kam mir selten so erwachsen vor wie in dieser Woche. So erwachsen, wie ich eigentlich niemals sein möchte. Wie habe ich mich denn so gemacht als Fuchs? Du warst sehr, sehr engagiert, das fand ich sehr gut. Auch beim Pauken, wo du mir sagtest, ja, ich habe auch mal alleine dann so ein bisschen probiert und so, fand ich gut, dieses Engagement, was du reingesteckt hast, auch wenn man dir da auch, also man musste dir keinen Antrieb geben, das kam alles von dir selber, das fand ich sehr beeindruckend. Ja, ein bisschen Aufgaben sehen könnte man verbessern. Das heißt, wenn... Zum Beispiel hätte ich mich gefreut, wenn mich jemand beim Grillen abgelöst hätte vorhin. Okay. Aber für die Woche, für den kurzen Zeitraum hast du schon eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Und umgekehrterweise, was hast du so mitgenommen, die letzte Woche? Ich kann verstehen, was jeder hier von euch sozusagen sucht und was er hier auch findet. Aber ihr singt ja viel die Freiheit. Ich bräuchte, glaube ich, für mich mehr individuelle Freiheit. Also es ist einfach so der Punkt, dass ich manchmal, glaube ich, ein sehr starkes Bedürfnis entwickeln würde, hier auszubrechen. Und ich bin auch grundsätzlich nicht der größte Fan von Gruppen. Ich bin auch nicht der größte Fan von Männergesellschaften. So. Es ist schon so eine Sache, also man muss sich schon erstmal unterordnen, auch so als Fuchs und so. Und ich hatte schon so Momente, wo ich gedacht habe, den Biskop spucke ich ins Bier, ja? Weil ich es dann zwischenzeitlich schon sehr, sehr autoritär fand.